Hi, ho, hier ist der Gusua. Und zwar geht's darum, ich habe heute wieder Montag, Real Video, genau, Montag erstmal. also wir haben Donnerstag. Und zwar wollte ich mal ganz kurz erklären, wie gesagt, warum ich hier alle aus dem Clan gekickt habe. Das werden die anderen Abonnenten ja gar nicht mitbekommen haben, höchstwahrscheinlich. Aber ich habe komplett zugemacht einmal, also beziehungsweise komplett jeden gekickt. Weil die Sache einfach wirklich die war, im CW wurde gar nicht und wenn dann nur total schlecht gespendet und das geht halt einfach irgendwo gar nicht. Und dann noch so eine Sache, wenn man dann gefragt hat, oh ja, wer war es? Ja, es war natürlich keiner. Und das hat einfach total genervt. Wie gesagt, das ist nicht irgendwie, dass ich sage, oh hier, ich will jetzt irgendwie noch besser sein oder noch bessere Leute drin haben, hier nur ab Level 100 und sowas. Total, also finde ich, ist Quatsch, weil ich damit ja schon das eine Mal hier mit Gusua 100 oder wie das war, total aufs Maul geflogen bin. Und das möchte ich auch gar nicht. Das geht nicht darum. Es geht darum, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Level 7, Level 7 Town Hall habt und wirklich richtig gut gemaxt seid oder kurz davor und man sieht, ey, pass auf, das hat Hand und Fuß, dann ist das vollkommen in Ordnung. Die Sache ist aber die, wir sind mittlerweile schon wieder so gut wie voll. Ja, okay, hat sich erledigt. Nee, aber wirklich, dass einfach richtig gespendet wird. Weil mich hat das einfach wirklich beim letzten Mal dann total aufgeregt. Hondo hatte eine Anfrage gemacht, er braucht einen Lava-Hund für ein CW. So. Und was wird gespendet? Irgendwas anderes? Ich habe einen Lava-Hund fertig gemacht und kann den halt nicht spenden und das ist halt mega fail. Sowas ist echt scheiße. Und wenn dann wirklich drinne steht, ey, für ein CW auch wirklich nichts anderes, nur das, und es wird einfach wirklich komplett anders gespendet, dann ja, dann sind das halt die Konsequenzen, dass man wirklich sagen muss, gut, okay, dann halt nicht. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Das ist auch wirklich immer für uns als YouTuber richtig schwierig, weil viele nehmen das wirklich persönlich, wenn sie gekickt werden. Das hat nichts mit euch zu tun oder dass ich sage, du bist dumm oder sowas. Nein, gar nicht. Das ist absolut nicht der Fall. Ich will einfach bloß, dass der Clan ordentlich läuft und fertig. Deswegen ist es auch immer schwierig, dass eben dann, ja, manche sagen, gut, okay, dann will ich halt gar keinen eigenen Clan mehr, weil immer, wenn ich irgendwo bin, beziehungsweise einen Clan habe, nehmen die Leute das in Anführungsstrichen persönlich und sagen, oh ja, scheiß YouTuber, du kannst ja eh nichts, so nach dem Motto. Will ich nicht. Wie gesagt, das soll für euch nicht irgendwie der Weltuntergang sein, wenn ihr gekickt wurdet. Macht einfach ansonsten nochmal eine Anfrage, wenn ihr euch ordentlich verhalten habt, wenn ihr wisst, hey, ich habe doch ordentlich gespendet. Dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Dann könnt ihr auch gerne wiederkommen. Ist gar kein Thema. Das ist nicht hier, oh, hier, ich kick euch und dann haut ab. Nein. Wie gesagt, versteht das bitte nicht so. Bloß wie gesagt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel, ich gucke jetzt einfach mal rein. Ich habe jetzt keinen Plan hier. 8 Magier, Rest Bogies. Naja, hier, guck mal. Ist jetzt nicht das, was er wollte, aber guck mal, das sind ordentliche Truppen. Wenn ich dann aber irgendwie Bogies Level 4 in der Basis habe, wie gesagt, wenn es im normalen Bereich ist, wenn ich ganz normal eine Anfrage mache, hey, wen interessiert's? Aber beim CW geht's nun mal um was, das wird jeder sagen. Hier eben auch sogar 2 Hexen drin. Wo ist das Problem? Hier, einwandfrei. Top. Hier. Also einfach mal, bloß dass man mal die Truppen selber jetzt mal anguckt. Klar, okay, es wurde ein Drache gespendet. So, es wurde ein Drache gewünscht. Das aber, dann sind es wenigstens ordentliche Truppen, sage ich jetzt mal. Magier, so muss das sein. Ballons, wurden Ballons gespendet. So ist das toll. Und so muss es sein. Und von daher merke ich, also jetzt wirklich super beieinander. Und so ist das cool. So wünsche ich mir das und so soll es sein. Nebenbei habe ich mittlerweile 30 Zehnermauern, was natürlich ziemlich endgeil ist. Und sogar schon den Rest hier mit 9er-Mauern zugeballert, weil ich eben in dem Bereich gerade, also weil ich ja gesagt habe, oh hier, ich mache gleich auf 10. Das Problem war da einfach, ich hatte relativ viel Dunkles, was ich jetzt aber für den Golem rausgeballert habe. Und wenn ich jetzt da stehe und zum Beispiel, wie ihr es jetzt gerade seht, kurz vor den 3 Mille bin, um eine 10er-Mauer zu holen und aber nicht so wirklich viel online bin, dann bringt mir das nichts. Dann wird mir das am Ende abgezogen und fertig. Dann am Ende sogar noch das Dunkle geklaut, habe ich keinen Bock drauf. Deswegen die Sache so und dann passt das auch.
Ja, deswegen habe ich die Mauern. So, das war zu der Erklärung. Ansonsten, ja, basetechnisch läuft halt. Also, wie gesagt, da brauche ich mir gar keine Sorgen machen. Hier, klar, aber was soll auch sein? Gucken wir mal. Hier, da, oh, geil, ich kann die Wiederholung noch zeigen. Ich weiß, da war ein ganzes Stück Glück dabei. Man muss nicht jetzt hier raushauen, hey, hier, guck mal, die Base ist hier der Oberchiller. Und guck mal, aber Fakt ist, es waren Maxed Troops. Er hat eine Maxed Queen und er hat's verkackt. Jetzt kommt dazu, ich habe ihn vorher angegriffen, deswegen kann ich ihm keine Vergeltung machen. Ich habe ihn vorher angegriffen, das heißt also, er hatte sogar noch Zeit, konnte sich das wirklich zusammenlegen, weil ihr wisst es selber, wenn ihr eine Rache oder Vergeltung macht, guckt ihr dann doch schon mal, oh, was hat der, was hat der? Der konnte auf meine Base längere Zeit draufschauen und konnte sich die wirklich einstudieren, so, zack, 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 zack und fertig. Und jetzt gucken wir mal, was seine 40er Queen reißt. Wie gesagt, ich hatte auch Glück, gebe ich offen und ehrlich zu. Aber Fakt ist, die 10er Mauern reißen es. So, er hat unten ganz normal angefangen, ganz klar. Ganz normal Barsch vorgearbeitet. Und hatte auch nur einen Magier. Aber dann sehen wir gleich, was geht. Ich glaube, der ist auch komplett im unteren Bereich ge geblieben. Und hat dann gar nicht von oben probiert, sondern wirklich nur von einer Seite. So, jetzt gucken wir mal. Ja, jetzt wollte er dann zusätzlich noch das Rathaus killen. Und hat halt eben wirklich vorher erstmal geklärt komplett, dass seine Helden eben dann nicht auf die anderen äußeren Gebäude gehen. Und ich wette mit euch, er hat es garantiert natürlich aufs Dunkle abgesehen. Und jetzt schauen wir mal. Hier eben schön gespammt. So. Hier haben wir jetzt eben auch nochmal die Mauerbrecher. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Die gehen natürlich durch, ganz klar. Durch die Achtermauern. Hier den Rage, ja, ein bisschen Fail gesetzt, würde ich sagen. So, Expo ballert natürlich ordentlich rauf, klar, aber wir haben immerhin King 31 und Queen 40. So. Hier seht ihr auch. Da passiert, klar, die Schweine sind natürlich rübergegangen, logisch. Aber ansonsten passiert da nichts. Ich muss noch gucken, dass ich in dem Bereich hier eventuell das noch ein bisschen größer mache, dass ich nochmal einmal ringsherum um das Dunkle sozusagen eine Schutzzone habe, dass eben auch die Bogies nicht gegengehen können. Und obwohl, nee, ein normaler Bogie müsste da gar nicht mehr gegenkommen, sonst hätten die nämlich auch gleich Krawall gemacht. Sonst hätte der sich nämlich nicht umgedreht, aber die Queen würde rankommen. Und guckt mal, sie kommt auch da ran, aber die holt sich nur die CB. Und das war in dem Fall wirklich mein Glück, muss ich ganz ehrlich sagen. Und er nimmt dann sogar noch einen Jump, aber die jumpt in die falsche Richtung. Tja, Pech gehabt, Junge. Und somit sieht man wirklich wieder, dass die 10er Mauern, klar, wie gesagt, im Sprung können sie nicht standhalten, ganz klar. Aber da lief halt eben alles Fail, was Fail laufen konnte. Aber Fakt ist, er hat es mit einer 40er Queen nicht gerissen und hat nicht ansatzweise was von meinem Dunklen gezogen. Fand ich mega nice. Auf jeden Fall. So viel dazu zum Thema 10er Mauern. Bogen, ja, klar, kriegen wir hin. So, zack. Hauen wir die hier nochmal rein. Was, wie gesagt, ich wollte das einfach wirklich mal geklärt haben. Das ist, wie gesagt, kein Weltuntergang, wenn man aus dem Clan fliegt. Und dann passt das. Also da muss man auch nicht irgendwie. Also ich hatte dann die Nachricht, oh ja, du Wichser und Wichser falsch geschrieben. Aber gut, egal. Alles cool. Ich will da nicht irgendwie rumhaten, wie auch immer. Ich verstehe das schon. Das ist eine doofe Situation, aus dem Clan zu fliegen. Das verstehe ich vollkommen. Und besonders, wenn es ungerechtfertigt war, was ich ja vollkommen zugebe. Ich sage ja ganz klar, es liegt nicht an dem Einzelnen. Ganz klar, logisch. Das ist immer nur ein, zwei Leute, die dann wirklich mal falsch spenden und dann muss der Clan drunter leiden. Aber wie gesagt, somit denke ich mal, habe ich die Notbremse gezogen, einfach nochmal einen Restart gemacht. Gefällt mir richtig, richtig gut. So, jetzt gucke ich mal, ob wir noch andere Verteidigungen oder sowas oder Angriffe drinne haben. Lululut. Sehr geil. Oh ja.
Oh ja. Schön inaktiv. Richtig schön inaktiv. Und dann hier, oh, ich mag sowas. Ich mag sowas einfach, wenn man die richtigen Truppen hat und die dann eben auch richtig einsetzt. Einwandfrei. Hier in dem Bereich. Hier hätte ich dann, glaube ich, sogar, das hätte ich später mit den Luckys geklärt. Das ist in Ordnung, den einen Lucky da zu wasten. Aber jetzt schauen wir mal. Genau. Ohne, komplett ohne Lavahund, obwohl es könnte ja sein, dass ein Lavahund noch in der CB ist. Schauen wir mal. Aber ich denke mal, das sollten die alle komplett wasten. Das sollte hier richtig gut ausgehen. Ja, so viel dazu. Warum? Also ich hätte, als die beiden hier waren, hätte ich dann noch die anderen nochmal. Weil was willst du jetzt mit den Rage? Ich meine, klar, du hast hier jetzt schon mal einiges, was du abgrasen kannst. Aber es ist auch nur dieser Bereich hier. Weil hier hast du wieder Fläche. Aber gucken wir mal. Wir sind hier schon bei, ja. Alter, krass. 800k. So, und das war's. Jetzt, genau, jetzt clearen die Luckys hier noch. Aber wie gesagt, Lager sind eh leer gewesen. Aber trotzdem geil. Auf jeden Fall. Und ist halt eben nicht nur einfach Barsch. Muss man ja jetzt auch mal sagen. So, ja, der macht da nicht mehr wirklich was. Aber das ist nice gewesen, auf jeden Fall. Genau, dann hatte Dings geschrieben hier, Mauern farmen macht keinen Spaß. Aber oh, ich finde das zeckt voll. Also, wie gesagt, weil es sind nur 3 Mille. Es sind nur 3 Mille, die kann ich immer schnell wieder schön beiseite packen und in eine Mauer reinstecken. Ich finde das ziemlich cool. Also wie gesagt, ich bin momentan immer noch der Meinung. Und wie gesagt, das ist mittlerweile die 30. Mauer auf 10 und ich habe jetzt wirklich kein Gas gegeben. Also ich habe ja nebenbei dann sogar noch, wie gesagt, ihr müsst ja das auch bedenken. Ich mache das ja wirklich klar unter der Woche ganz normal eben mit dem Handy während der Arbeit und sowas. Aber ich setze mich abends oder sowas dann nicht nochmal, klar, auf der Couch nochmal kurz einmal gedaddelt oder so. Aber dass ich jetzt sage, oh cool, ich hau hier jetzt nochmal einen Boost rein oder sowas, das mache ich nicht. Das muss man immer bedenken, wenn man jetzt zum Beispiel vergleicht, oh guck mal, ich bin ungefähr gleich mit dem Gusua gewesen und jetzt bin ich um einiges besser. Dann ist das natürlich cool, auf jeden Fall, freut mich für euch. Aber wie gesagt, immer dran denken, ich mache das eben immer mal so nebenbei während der Arbeit und so und dann aber auch nicht weiter. Und geiler Loot natürlich. Hier, er wusste auch gar nicht, wer ich bin. Sehr geil. Delirios? Rears? Coole Nummer. Und dem Han war dann erstmal gesagt, wer der Gusua denn überhaupt ist. Luis, haut endlich mal einen raus. Mal schauen. Ja, sehr geil. Boah, das ist natürlich. Das ist natürlich richtig krass. Richtig schön low. Der müsste. Schlag mich bitte nicht. Das ist aber ein Zweier, weil der hier schon ein bisschen was hat. Die anderen haben nichts. Und das hier müsste ein Dreier sein. Vierer dann ein bisschen höher. Oder ist das schon vier? Kleinen Moment, ihr wisst es selber, ihr wisst es selber. Mit diesem Halbwissen ist scheiße. Kleinen Moment, dann wird nochmal kurz nachgeguckt. Sorry, ich entschuldige mich dafür. Aber ich möchte, wie gesagt, das nicht so. Wie gesagt, damit habe ich mir meiner Meinung nach auch eine Menge kaputt gemacht mit diesem wirklich, ach naja, wird schon so oder so sein. Das möchte ich nicht. So, und zwar Level 1, genau, Level 1 hat eben gar nichts von denen dran. Ich gucke nochmal hier, zack. Genau, Level 2. Und das ist der Level, genau, das ist hier der Level 3. Level 4 hat dann noch ein bisschen höher. Ich zeige euch den hier nochmal kurz rein. Das ist der Level 4. Wieder zurück. Level 5 ist dann hier, der hat dann den Fuß komplett. Ja, ich will immer auf dem Monitor zeigen. Und dann der 6er ist halt eben, dass der komplett violett ist. Und dann ja, der 7er ist ja so wie bei mir, dass der dann richtig lila ist.
Also, Violett und Lila ist ja dasselbe, aber ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Zuerst so einen kleinen rosa Stich und dann das richtige Lila. So, aber genug dazu erzählt. Ja, hier, guckt mal. Also, die Fläche hat er hier ja halbwegs gut verteilt, aber dann der Rest totaler Mist. Also, na, obwohl, nee, ich kann nicht mal sagen, kompletter Mist. Die Sache ist aber die. Hier hat er drei Magiertürme direkt nebeneinander, was Quark ist. Das ist totaler Quark, das ist schon fast Sahne. So, nee, Sahne wäre ja wieder positiv. Nein, also Quark. Ja, Quark und Sahne, das ist immer so eine Sache. Einer davon hätte doch einfach mal hier hingekonnt, weil hier nicht so viel Fläche schaden. Aber egal, wollen wir jetzt nicht zu viel labern? Wir wollen uns den Raid angucken vom Luis. Auch gebartscht und aber ein paar Kobis noch mit bei und halt eben auch die Mauerbrecher für das Durchdringen der Mauer. Und da reicht dann auch schon Sechser King auf jeden Fall. Bin ich mal gespannt. Weil jetzt wirst du natürlich mit den Troops, genau, richtig, von außen rum, weil sonst an den Magiertürmen vorbei mit diesen normalen, einfachen Truppen wird ein Suizidkommando. Das hast du da richtig gemacht. Das ist cool. Das ist ganz nett. Läuft. Richtig schön. Ich hoffe, ich bin nicht wieder zu hell oder nee, nicht zu dunkel hier. So anfordern. Ich guck mal gerade, was ich noch habe. Ich habe noch nicht viel. Macht mal voll dir. So, dieser King. Ah, hatte ich jetzt nicht, dass ich noch einen übersehen habe. Nee, endlich, genau. Und dann dieser King. Oh, sehr geil. Ja, klar, also außen halt gebartscht. So, jetzt bin ich mal auf den King gespannt. Wie gesagt, das Bartschen kann man sich ja leicht schenken, weil man ja weiß, was da passiert. Ah, jetzt bin ich gespannt, weil du hast den Rage ja schon mittlerweile drin. Okay, ja. Du hast den Rage ja sozusagen verfügbar. Ja, okay, dann passiert nicht mehr. Aber der hat halt eben einiges abgehalten, würde ich denken. Ja, da geht er runter, also wird er auf jeden Fall gehittet. Du hättest hier unten noch was gehabt, aber ansonsten, ja, hier noch drinne. Passt aber. Ah ja, ja. Dann nimmt man da noch mal kurz den Blitz. Passt. So, jetzt gucke ich mal. Bogies Magier bitte. Ja, kriegen wir hin. Perfekt. Super. Das soll es dann erstmal für dieses Video wieder gewesen sein. Ich wünsche euch einen super schönen Tag. Reingehauen. Ciao, ciao.